Dispenser hier. Da müsste ich sowieso mal schauen, ob man da nicht noch kurz einen Block Glas nehmen, der wieder nicht da ist. Ah, schön. Und dann mal kurz die Kette rauszuppeln. Kette, die Säge. Komm ich jetzt auf Kette? Ich wollte Kettensäge wahrscheinlich sagen. Und dann mal hier anfangen ein bisschen zuzubauen. So und so. Das dürfte ja noch problemlos feuern können. Das probieren wir auch gleich mal aus. Na komm schon. Puls, los, Puls. Mag er wieder nicht. Ah doch. Ah, okay, es geht. Puh. Oh, da kommt so viel Dreck allein schon von Quarry an. Und dann der dürfte jetzt locker schon 4 bis 6 von diesen Recyclern belegen. Mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. Oh. Nein, jetzt nicht. Wir kümmern uns mal jetzt hier drum. Um eben die Sortieranlage anfangen zu können, zumindestens. Wird die Aufnahme noch ein bisschen länger, mein Gott. Ah. Jetzt spring doch da rüber, du Horstkopf. Ich hasse es beim Rennen, dass dieses Doppel-W manchmal einfach überhaupt nicht funktioniert. Wirklich überhaupt nicht. Und da kommt aber auch immer sehr viel Freude auf, wenn man Adventure-Maps und sowas in der Art spielt. Wenn man einfach nicht richtig rennen kann. Ah, da könnte ich echt Schreianfälle bekommen. So, wir wollten hier die Treppe wegreißen und nach vorne umverlegen. Das heißt, wir können auch endlich mal die Kiste hier wieder ordentlich bauen. Wobei auch die hier, wie gesagt... Doch, es kommt Silber raus. Okay. Dann brauchen wir das auch schon mal nicht mehr prüfen. So, ich wollte dann hier auch das Rohr umverlegen. Ein Rohr verlegen. Ja, sehr witzig. Och, Schimmelkleister. Das ist der beste Ding im Weg. Ach, das ist alles irgendwie kacke. Ich bin einfach mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. Und zup, 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 zup. Oh, oh, nein, 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 nein. So, wo habe ich die Treppe wieder hingepackt? Hier irgendwo. Zack. 2. Na, brauchst du jetzt hin? 3, 4. So und so und so und dann kann man das hier wieder wegreißen. Auch schön. So, einmal noch eine Treppe und voilà. Hätten wir das schon mal fertig. Und irgendwie ruckelt es gerade so ein bisschen. Ich hätte vielleicht vor der Aufnahme meinen Rechner neu starten sollen. Wäre vielleicht hilfreich gewesen. Aber okay, geht noch, geht noch. Kann man noch verkraften. Ah, das ziehe ich mal kurz an. Und hätte auch den Dispenser eins tiefer legen können. Hätte man, hätte man, hätte man. Ja, ist jetzt wurscht. Den lassen wir einfach mal stehen. Zack, 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 zack. Ist nur schade jetzt wegen dem Fenster dann.
Ja, das wird von außen wahrscheinlich nicht mehr so sehr einsichtlich sein. Schade. Schade, schade, schade. Und ich brauche neue Treppen. Oh. Ah, nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Wir haben hier jede Menge Cobblestones und wir haben da eine Werkbank. Das heißt, wir können Treppen vor Ort herstellen. So, wenn ich jetzt hier anfangen würde, Treppen zu bauen, dann hätte ich da Scheiße. Zu wenig Platz. Zup, 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 zup. So, der Boden kommt natürlich noch eins höher wieder. Ah, oh, jemine. Tap, 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 tap. Wird zwar ein bisschen verwinkelt jetzt, aber wurscht. Egal. Das überleben wir. Soll ich jetzt hier den Bau? Ja, dann dreht sich das Kiste schön um. Passt. So wollte ich das haben. Ach, das wollte ich wieder nicht so haben. Das macht mich jetzt auch nicht ganz glücklich. Ja, schon so. Also ich kann das dann wieder rauszupfen. Ah, ja. Haben wir noch normale Steinpipes? Ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. So, dann machen wir das mal kurz hier. Damit zumindest dieses Fenster wieder frei ist jetzt. Wenn wir das andere schon zubauen. Ah, ups. Zwei neue Fackeln, auch schön. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Oh, komm schon. Auf dem Boden schaffe ich nicht mehr, bevor es ganz dunkel ist. Nee, das schaffe ich nie und nimmer. Ah, jetzt sowieso nicht. Gut, jetzt können wir auch schon ins Bett gehen. Wenn es uns eh schon runterschmeißt. Ah, Moment mal, wir könnten ja mal ganz kurz hier sowas Uraltes fertigstellen. Auch wenn es überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Da das alte Kohlekraftwerk oben sowieso nicht mehr steht, aber Wurst. Verschafft zumindest meiner Seele wieder ein bisschen mehr Frieden. Und ich bin auch froh, wenn ich endlich aus diesem kleinen, kleinen Kämmerchen hier ausziehen können. Ah, weil hier ist auch noch alles so eben. Aber hier könnte ich ein neues Fenster reinzimmern. Das machen wir noch schnell. Wenn wir noch Glas hätten. Ja, nicht ganz wirklich so viel. Und Platten hätte ich auch mitnehmen sollen. Einfach nur um hier ein bisschen zu tricksen und zu täuschen. So. Sieht man jetzt zwar wieder so ein Rohr, aber okay. Kann man tolerieren. Hier kann man auch noch ein Fenster reinbauen. Einfach nur um diese hässlichen Betonbunker ein bisschen aufzuschönen. Naja, mehr oder weniger. So, dann werden wir wieder hier oben und schauen mal den Boden weiter. Zack, 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 zack. Nein, ich bin wieder runterfallen. Ach, komm schon. So, wieso habe ich schon wieder Scraps einstecken? Oh, wir müssen das schon wieder ausräumen. Sonst läuft das noch über. Ja, schön. Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Ach, herrlich, 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 herrlich. Das macht mich echt so ein bisschen verrückt. Nein, nein, nein. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Naja. Ich hoffe, da ist jetzt wieder nichts Falsches drin. Ah, die Kohle kann rein. Das gehört ja mal hier rein. Dum, da, 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 dum. Der Kürbis kann damit drauf, das Kupferding kann auch damit drauf, die Kiste kann damit rein. Das Glas da hinten, die Rohrleitung stecke ich mal wieder hier rein. Ah nein, nicht das Holzschwert, die Rohrleitung. Die Säge kann damit rein. Edelsteinchen kommt damit weg. Ha 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 ha. Das Stöckchen packe ich damit drauf. Das Glas kommt wieder hier rein. Und dann sieht die Sache schon wieder wesentlich schöner aus. Und das Ganze jetzt nochmal. Oh. Ja, wunderbar. Da kommt Freude auf. Da kommt echt nur Freude auf. Oh, wenn das anscheinend recycelt wäre wieder. Das ist aber auch noch eine Holzspitzhacke. Fackeln auch schon wieder einstecken. Die Fackeln können weg. Das, die Schilder können weg. Redstone kann da rein, das Lowstone kann auch da rein, der Kohlenstaub kommt, die können auch noch da rein. Der Kohlenstaub kommt damit drauf, der Marmor kommt da hinten rein, wir brauchen echt bald eine eigene Marmorkiste. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Bin ich schon fünfmal darüber gelaufen, jedes Mal vergesse ich dieses blöde Kupfer dort reinzurammen. Jetzt aber, so. Och, nicht schon wieder. So, die Scraps gehören da dazu. Ja. Zumindest wird das langsam leerer. Wenn die Kiste endlich leer ist, dann geht's wieder aufwärts. Wir sollten nur aufpassen, dass unsere Energie nicht wieder ausgeht zwischendurch. Ups, das habe ich jetzt wieder aufgesammelt. Nee. Naja. Kann mal alles wieder hier rein. Das kann da drauf, das kann da drauf. Der Marmor kann da mit rein. Kohle, Kohle. Wie viel Kohle haben wir schon wieder? Schon wieder über 60. Wieder ein ganzes Deck voll. Schön. Das heißt, das kann man auch wieder zu Koks verarbeiten. Energie dürfte langsam auch positiv werden. Schön, 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 schön. Nebenbei bei der Baumform mal vorbeischauen. Die dürfte nämlich auch schon wieder ordentlich Holz produziert haben. Und den letzten Rest Dreck dürften wir uns auch mal hier reinschieben können. Ja, leider noch nicht so ganz. Kohle, ja, Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt passt es gar nicht ganz drauf. Och, super. Super, 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 super. Die Masse natürlich schon wieder übervoll, oder was? Oh, bitte nicht doch. Aber leider sind sie es wahrscheinlich sogar. Also sind 7 Masseratoren oder 8 Masseratoren, die wir da stehen haben, leider zu schwach für die Geschwindigkeit unseres Queries. Schon ein bisschen enttäuschend. 1, 2, 3, machen wir neuen Sand. Glas natürlich nicht Sand. Sand haben wir ja. Glas müssen wir herstellen. Oh, das kann da rein, das kann da rein. Der Kohlenstab kann wieder da rein. Und von Hand aufräumen macht so, so, so dermaßen viel Spaß. Ja, jetzt kann ich da keine Holzkohle herstellen. Auch schön. Ihr wollt mich doch verarschen. Naja, das lassen wir jetzt erstmal so laufen. Das ist echt schlimm. Haben wir vielleicht sogar ein, zwei Goldpipes über? Nein, aber nicht. Aber wir könnten welche machen, da wir jetzt mittlerweile so dermaßen viel Gold haben. Tup, 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 tup.
Wenn wir da eh schon darüber laufen, dann können wir das auch machen. Kann man Holz-Items eigentlich verbrennen oder Wooden Tools? Oder kann die Säge damit umgehen? Ja, die Säge kann damit umgehen. Ist ja lustig. Was kam dabei jetzt raus? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht werden wir es wissen. Das wäre vielleicht eine Idee. so. Der Rotz kann da wieder oben drauf. Der kann da rein. Der Mama kann da wieder rein. Holzkohle, normale Kohle. Die Holzkohle können wir da mit draufstecken. Hey, wird es schon wieder dunkel draußen? Ich hoffe nicht. Ich schnapp jetzt einfach mal hier den ganzen Rotz hier. Und hab natürlich nicht mal annähernd genügend Platz im Inventar. Ach, herrlich. Ach, so viel dazu. Passt mir da nicht so viel drauf. Und ewig davor habe ich eigentlich auch keinen Bock. Ach, Mann. Ja, was tun wir denn jetzt? Machen wir zumindest mal die Energie hier noch leer. Dann können wir rübergehen in die Kiste wieder neu aufbauen und das Zeug einfach reinstopfen und fertig. Zumindest ein paar Tools losgeworden. Na, komm schon. Komm, beeilt euch doch. Warte mal, was anders. Zack. So, wie schauen wir mal, dass wir so viel wie möglich gehen wegkriegen. Oh, jetzt zeigt sich schon langsam, wenn nicht mehr so viel Energie vorhanden ist. Ja, dann können wir das auch sein lassen. Immerhin ein paar Plätze haben wir jetzt wieder in der Kiste Platz hier. Könnte das ja auch seine Silberkiste aufrüsten. Wir haben ja inzwischen wieder ein bisschen Silber. Oh, na, wo bist du denn hin? Das können wir auch mal übertragen. Halt, das war wieder falsch. Ah, zack, zack, zack. Und das Kupfer übersehen, auch schön. Fressalien und Naturzeug können wir da rein. Das ist echte Kohle. Kommen wir da rüber. 100.000 Kisten auf und zu machen. Ah, das ist unterhaltsam. Das ist Entertainment. Unglaublich. So, das Silver Chest. Es gibt gleich ein Upgrade, oder? Eisen zu Gold, Gold zu Diamant, Kupfer zu Silber. Da haben wir es doch. Oh, ja. Dann haben wir da das Zeug. Kannst du aber auch die Kisten sich wieder wegreißen? So, komm her. So. Zap. Nach. Herrlich. So. Dann gehen wir mal kurz da rüber. Oh, aber jetzt wird's dunkel. Und wir wollten den Boden ja auch weiterbauen. Oh Mann, Mann, Mann. Ich lasse mich immer so ablenken. Naja, jetzt sind sie verkehrt. Doch, die ist richtig rumgedreht. Ah, gut. Hat sich noch rumgedreht. Hat sich noch rumgedreht. Schön. Zap, 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 zap. Schauen wir, ob wir damit kommen. Naja, fängt schon wieder toll an, wenn der Rahmen außen gar nicht fertig ist. Zap, 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 zap. Zap, 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 zap. Oh, komm doch her jetzt. So, dann husche ich noch einmal kurz ins Bett und werde mich leider schon wieder von dieser Aufnahmesession verabschieden. Ich werde mir was einfallen lassen, weil die letzten Folgen waren wirklich wieder strunzlangweilig. Vielleicht gibt es eine Überraschung, vielleicht gibt es einfach mehr Folgen am Tag. Ich weiß es noch nicht, wo ich gesagt habe.
Das, die ganze Aktion hier ist schon wieder ein bisschen so, boah, ernsthaft. Schnarch, langweilig. Ich meine, ja, man muss es tun. Wir müssen hier leider mal ausbauen und so weiter, aber gerade die Aktion mit der Recyclinganlage und dem ganzen alten Zeug, was ich halt so ewig, ewig, ewig lange alles angesammelt habe, das muss halt leider mal verarbeitet werden und das dauert auch ein bisschen. Vor allem, wenn da noch so Probleme wie Energieknappheit dazukommen und so weiter, dann zieht sich halt das Ganze noch ein bisschen länger hin. Das ist halt so eine Sache, ja, die kann man halt schlecht beeinflussen in der Hinsicht. Das ist nun mal leider so und naja, aber wir sehen ja hier jetzt schon, in den nächsten Folgen hört das Ganze auf, denn wie gesagt, diese Kisten sind hier unten was standen, die sind jetzt alle leer. Das ist der letzte Rest davon. Der Quarry läuft, der läuft auf ordentlichen Speed, das heißt, er dürfte auch bald tief genug sein, um interessante Sachen auszugraben. Schön. Jetzt habe ich leider den Faden verloren, von dem, was ich eigentlich noch quatschen wollte. Und wie gesagt, wenn dann auch die Sortieranlage steht, die wir jetzt da oben in den dritten Stock reinbauen werden, dann hat das auch endlich ein Ende mit diesem ewigen Hin- und Hergelaufe. Weil dann ist das wirklich passé, dann ist das Vergangenheit, dann ist das einfach nicht mehr notwendig, ständig selbst hin und her laufen zu müssen. Ich bin doch schnell da rein. Ups. Ups. Ja. Also, sag ich nochmal, Servus, ciao, arrivederci, wie auch immer. Wir sehen uns zur nächsten Aufnahmesession, wenn es wieder heißt, Let's Play TechMods Again. Let's Play Minecraft TechMods Again. Ihr wisst, was ich meine. Und ich kann hier einfach nicht aufhören, das Zeug ständig einzuräumen. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich einfach nur wahnsinnig, 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 wahnsinnig. Aber jetzt höre ich dann wirklich gleich auf, wenn ich das eingeräumt habe. Denn irgendwann muss hier auch mal leider ein Ende sein.